Da hinten, sie müssen da, warte, ich will einfach da die Straße, ja. Scheint, dass ihr Auto kaputt ist. Ja, sieht ganz so aus. Aber liegst du dabei gerade, oder wie? Nee, gerade nicht. Ah, warte, ich hab noch was dabei, das kann ich gerne machen. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Meine Retter. Ach ja. Ich kaufe immer 5 bis 6 Stück davon, falls immer was passiert. Ja, brauchst du selten, aber ich glaube, jeder auf der Straße ist hilfreich, wenn ich das dabei habe. Ich hab ganz vergessen, dass mein Auto so aussieht. Ja, Farbe ist jetzt nicht meine, aber wenn es dir gefällt. Ja, Hauptsache auffällig. Ja, wie gesagt, ich finde halt schwarz ist momentan hier sehr in auf diesem der Insel, deswegen habe ich auch keinen schwarzen, ich habe lieber einen weißen. Deswegen, ich wünsche noch eine schöne Fahrt. Ja, gleich falls sie jetzt losfahren, ich weiß nicht. Ich hab halt einen Unfall. Ja, mir geht's wieder gut. Ich hab hier unten leider keinen Werkzeugkasten dabei. Oh Gott. Haben Sie vielleicht zufällig einen dabei? Leider nicht. Ich war jetzt nicht auf sowas vorbereitet. Ja, das kann ich verstehen. Ich auch nicht. Oh Gott. Ich hatte gerade richtig Angst. Ich hab schon von weiter weg den Rauch gesehen. Oh ja. Ja, der Motor ist, glaube ich, ausgefallen. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also. Der Notarzt ist verständigt, oder? Wie bitte? Ist der Notarzt schon verständigt? Nee, mir geht's ja gut. Aber das Auto? Ach ja, das ist ja auch ADAC, ne? Ja. Ich ruf dann schreibe ich meine Nachricht. Ich kann auch für Sie anschreiben, wenn Sie wollen. Ich kann das auch machen. Gut, wie Sie meinen. Also von mir aus können Sie auch sonst weiterfahren, ich will Sie nicht behindern. Nee. Ist schon alles gut. Also wenn es Ihnen gut geht, dann ja, ist alles super. Gut. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Hallo? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie? Ich will meine Ware verarbeiten lassen. Ah, okay. Was für eine Ware, wenn ich fragen darf? Ich sag mal so, wertvolle Steine. Ah, okay. Ist gut. Machen Sie ruhig. Okay, auf Wiedersehen. Ciao. User left your channel. Oh nein. Nein. Oh Scheiße. Oh Gott. Oh Kacke. Oh Scheiße. Das ist gar nicht gut. Oh Gott. Sie leben noch. Glaube ich. Hallo? Mister? User left your channel. Wo sind wir? Hallo? Oh, was ist passiert? Ich hab aus Versehen die Spur verlassen und bin in sie reingefahren. Ah, ich blute überall. Ich ruf schnell den Notarzt an. Wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Okay. Gut. User joined your channel.
sind soweit auch in Ordnung. Ja. Okay. Warten Sie mal, ich fahre mal mein, versuche mal mein Fahrzeug irgendwie von der Straße runterzuholen. Ist alles in Ordnung. Bei Ihnen sieht es ja auch nicht gerade gut aus. Naja, mein Auto, aber. Wir sprengen das ganz schön. Ganz was abbekommen. Von meinem Truck genauso. Aber ist doch alles nochmal gut gelaufen. Relativ. Ja. Sind Notarzt gerufen? Ja, die müssten eigentlich gleich unterwegs sein. Was machen Sie denn gerade? Ich wollte jetzt eigentlich, ja, meine wertvollen Steine zur Verarbeitung schicken. Also, Sie haben Out-Diamanten an Bord? Richtig. Also, ich bin Out-Diamantenhändler. Aber wir haben ein Problem. Oh. Richtung Diamantenhändler ist ein... Warte, mich ruft gerade wer an. Okay. Hallo Müller von Notiz, guten Tag, hallo. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben einen Notruf abgesendet. Ja, richtig. Was ist denn los bei Ihnen, ne? Also, ich bin von der Spur abgekommen und... Sekunde, es ist gerade etwas laut hier. Ja. Ich bin von der Spur abgekommen und bin gegen einen anderen Truck gefahren. Okay. Nochmal bitte. Wie viele Personen sind verletzt? Nur eine. Nur eine, okay. Hallo. Sind Sie mal hinten, oder? Hilfe schon unterwegs, so dass du auf Weg bist. Ja, die ist gerade angetroffen. Okay, gut, dann wir haben einen Unfall erzählen Sie das noch bitte alles. Ja. Danke. Ja. Tschüss. Überall Schmerzen. Ja. So. Wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Ja, Sie haben keine Beschwerden oder so? Nee. Also warte, ich weiß nicht. Nein, bitte nicht bewegen. Okay. Bringen Sie das wieder hin, Herr Mette. Natürlich, natürlich. Achtung, 1, 2, 3 Picks. Ah. Ist gut, alles gut. Wird alles wieder gut. Ach, durch Schmerzen kann man noch aushalten. Ja, Sie haben halt noch Schmerzen. Jetzt mal die Wunden auch alle. Ja. Das tut mir echt aufrichtig leid. Und Sie haben den Berlin gebaut, oder wer ist schuld? Ich bin leider auf die falsche Spur gekommen. Ja. Mach mal ein bisschen. Hätte jetzt auch woanders sein können. Also Puls? Ich hoffe, das sieht nicht so schlimm aus. Nee, geht schon. Ich glaube, sie kann Wunder verdorben. Die ist langsam wieder besser. Ja. Das ist ja auch ihre Arbeit, das machen sie, glaube ich, gut. Hier ist gerade alles gut. Fahren Sie weiter, bitte. Alles wieder in Ordnung, ja, dann bleiben Sie mal am besten noch ein bisschen auf den Knien. Ich, gucken wir mal noch schnell den anderen anscheinend an. Denken Sie es mal hin, ich mache mal einen Check durch. Okay. Also Sie haben eine kleine Prellung. Ja. Aber soweit eigentlich alles gut. Und es ist auch normal. Also ich habe echt Glück gehabt. Ja. Also wenn Sie aufstehen können, dann stehen Sie auf. Bei Ihnen ist eigentlich alles gut. Probieren mal aufzustehen, wenn es geht. 3, 2, 1. Oh. Noch schwummrig oder so. Nett. Also wenn ihr den Unfall untereinander selber regeln könnt, dann muss die Polizei nicht kommen. Wenn sie sagen, nee, er ist mir schuld, er soll bezahlen, dann müssen wir jetzt die Polizei noch anrufen. Quatsch, wir regeln das. Ja, da wollte ich gerade nachfragen, wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Body Jones. Okay, weil natürlich wird meine Versicherung aufkommen für den Schaden. Ja. Tut mir echt dolle leid. Ja, es ist ziemlich glatt als heute auf den Straßen. Ist schon. Es ist alles zum Glück alles mal gut gegangen. Sag mal so. Oh ja, hier ist was angekommen.
Sind Sie bei der Allianz versichert? Ja. Oh, genau, dann ist das Ihre, Ihre Versicherung. Und dann, ne? Okay, das mache ich. Alles klar. Gut, dann passt auf den Straßen, ne? Und. Jo. Alles klar. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Wünsch dir. Ja. Alles klar. Nimm bald zusammen. Tschüss. Okay, ist alles gelegt. Ja, geht's wieder gut. Ja. Alles klar. Ja, das ist wieder super. Komm mal ganz kurz. Da ist doch nochmal alles gut, Digga. Oh ja. Jetzt hätte er deutlich schlimmer enden können. Ja. Die laden auch gerade Diamanten? Ja. Ich wollte auch gerade zum Händler fahren. Und da wurde ich von der Polizei abgehalten. Anscheinend ist da gerade ein großer Überfall im Gange. Und ich bin gar nicht zum Händler durchgekommen. Also das müsstest du mal schauen, deswegen fahre ich gerade auch einen Umweg. Ich versuche mal auf gut Glück. Ja. Zeit ist Geld. Genau. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Bob Klaassen. Bob Klaassen, okay. Ich bin Buddy Jones, aber habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich im Schock noch gemerkt haben. Ja, habe ich noch im Kopf. Also das vergesse ich jetzt nicht so schnell. Der vielen Schüsse. Oh Gott. User left your channel. Alter Krawalter. Was ist denn da los? Ey, das ist ja übel. Kann ich mir das genauer ansehen? Was ist denn los? Das gucke ich mir von weiter weg an. Oh Gott. Ich will nicht so nah rangehen. Oh Gott. Oh je. Das hört sich gar nicht gut an. Alles klar bei Ihnen? User left your channel. Nee, ich dachte jetzt, weil Sie jetzt so stehen bleiben, dass Sie irgendwie ein Problem haben. Ja, wir hatten ja eben einen Unfall gebaut und mein Blutdruck ist, glaube ich, ziemlich schwach. Oh yeah. Weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte oder ob das sich wieder einklingt oder ob ich ärztliche Hilfe brauche nochmal. Warte, bitte zumachen. Ich hab leider keine Bandagen. Ja. Okay, warte mal kurz. Ja, ich habe nämlich auch ein kleines Problemchen mit meinem Windows-Muskel. Okay. Ich habe da irgendwie so einen Riss drin, glaube ich, dass ich den Muskel nicht benutzen kann. Da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Oh, die SMS. Aber ich komme rum. Hast du meine Nachricht bekommen? Ja. Oh. Dann kann ich sie später noch einspeichern. Ah. So, erstmal ein bisschen was trinken, wo ich schon hier bin. Super. Dann können wir los, wenn alles so weiter geht. Genau. User left your channel. User joined your channel. Yeah. User left your channel. Whoa.
jetzt wird's aber voll hier. Ja. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich kann noch ein bisschen was einladen. Ich hab ein bisschen getrödelt. Ja, mein Fahrzeug ist voll. Bis oben hin alles vollgestapelt. So schnell schon? Ja. Der ganze Anhänger. Der ganze Anhänger ist voll. Sie war noch mal fleißig. Ja, ich muss da halt ein bisschen unten drunter was dran stecken. Sehen, ich habe hinten keine Ladefläche. Ja, stimmt. Wir müssen aufpassen, dass nichts runterfällt. Ja. Die ganze Fahrerkabine ist vollgeladen. Also wenn sie noch Platz drin haben, dann ist doch alles gut. Ja. Ist ganz angenehm, mein Fahrzeug. Ja. Sie können doch nicht mal in die Fahrerkabine reinstecken. Wie bitte? Das heißt, sie können doch nicht einfach die Diamanten in die Fahrerkabine reinstecken. Ja, das, ist ja das bleibt unter uns. Polizei muss ja nicht wissen. Naja, ich hab wohl sowieso mitbekommen, dass die Polizei heute nicht mehr so gut unterwegs sein soll. Okay. Das ist doch gut. Wird irgendwas gewesen sein mit der Geiselnahme oder so. Ja, da bin ich vorhin auch vorbeigefahren. Ja, das hab ich voll mitbekommen. Ich hab Schüsse fahren gehört. Boah, da vorhin auch von der Polizei zurück gewesen. Ja, genau. Ich hab das nur irgendwie am Rande mitbekommen, deswegen. Ich hätte sagen können, dass jemand mehr wissen. Ja, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Okay. Wurde nur von der Polizei zurückgeschickt und ist irgendwo anders langfahren. User left your channel. Ja, dann fahr vorsichtig, ne? Auf jeden Fall. Weil die Diamanten, die verändern das Gewicht von dem Fahrzeug schon enorm in den Kurven. Das stimmt. Mhm. Wie gesagt, aber mal hoffen, dass ich die wertvollen Diamanten nicht verliere. Ja, aber wenn du welche verlierst, dann fahr ich hinter dir, warte kurz. Aber ist da auch. Ja, dann will ich wohl übernehmen. Aber wird die kriegt dir, oder? Ja. Okay, alles klar, ich muss mal ganz zu meinem Fahrzeug. User in your channel timed out. So, dann müsste ich gleich nochmal kurz tanken gehen. Okay. Also so gut es geht. Ich habe ja leider einen Muskelriss. Jetzt helfe ich dir. Das wäre lieb. Ja. Ach, siehst du das mit dem Muskelriss? Mhm. Ja, mir kam das auch schon so bekannt vor. Ja, Hauptsache auffällig. Ja, das ist mal wichtig. Schwarz ist ja gerade sehr beliebt, wie ich sehe. Ja, da fahren die meisten irgendwann rum. Aber dann wissen die Leute direkt, wenn sie mich sehen, oh, hoffentlich gibt es keinen Unfall. So, ja, voll. Und dann kann man ja weiter. Ja, euch anderen noch viel Spaß. Glück auf. Gleichfalls. Gutes Gelingen euch. Dankeschön. Schreck als andere. Geht's denn gut? Ja, einige, ich glaube schon. Oh yeah. Guck mal kurz. Bremse doch mal stark bei den Autos. Tut mir echt leid, dass ich so abgebremst habe. Ja, alles gut. Ich repariere nur kurz, die Reifen ist ein bisschen platt, aber passt schon. Ich hoffe, Ihnen geht's soweit gut. Ja, mir geht's bestens. Es ist nur ein Schreck gewesen. Dann würde ich jetzt mal weiterfahren. Ja, klar, kein Problem. Ich glaube, Sie müssen dem Kollegen mal helfen. Ich glaube, er hat sich festgefahren. Oh je. Jawohl. Wolltest du da kurz tanken, oder? Ja. Soll ich dir helfen dabei? Gerne. Gut. Lass mal schauen. Wie sind eigentlich die Preise hier?
ich. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Warte mal, ich brauch glaube ich diese 1,49. Oh, dachte ich, steht's ja. Ach. Dafür, dass sie mir die ganze Zeit so gut helfen, wenn ich mal stecken bleibe. Selbstverständlich. Ja, das ist. Sehen Sie, der Truck ist ziemlich groß und es geht mal schnell, dass man mal hängen bleibt. Gerade bei den Straßen ist das Fahrzeug nicht ausgelegt dazu. Sind Sie eigentlich relativ. Bist du eigentlich relativ neu auf dem Server? Ja. Im Land? Ja, ich bin ziemlich neu im Land. Okay. Warte. Ich bin noch nicht so ganz vertraut. Ja, ich bin eigentlich auch noch neu. Ich habe schon ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen was zu erwirtschaften. Aber ich bin dafür jetzt bekannt als der Typ, der am meisten bewusstlos ist. Okay. Hat man ja letztens gesehen. Das Fahrzeug ist freigetankt. Ah, super. Jetzt habe ich zwar ein Loch im Blech, aber... Mister. Alles in Ordnung hier? Ich bin mir nicht sicher, der Herr ist nicht ansprechbar. Haben Sie schon Notarzt gerufen? Nee, ich versuche mich gerade zu erkundigen, was gerade los ist. Alter, der sieht überhaupt nicht gut aus, ne? Nee. Okay, okay. Machen Sie das? Ich erkunde mich gerade, wo wir hier sind. Wir sind überhalb von Bagalal. Ja. Okay. Von der Tankstelle links hochfahren und dann hinter der Türkreuzung nach rechts überall. Bei 137. Okay. User left your channel. Der Krankenwagen müsste jetzt unterwegs sein. Sieht aber gar nicht gut aus. Nee, absolut nicht. Scheiße. Das ist doch der Typ, der die ganzen Diamanten in seine Fahrradkabine gelegt hat, oder? Ja, genau der. Ach, ich hab dir noch gesagt, er soll vorsichtig fahren, der Trottel. Ich hab gehofft, dass das klappt. Ja, bleiben Sie hier oder brauchen Sie mich hier noch? Also ich kann hier bleiben, also muss ich ja wohl. Also Sie können weiterfahren, wenn Sie unter Zeitdruck sind oder so. Ja, ich muss mich gleich mal mit jemandem treffen. Ja, dann können Sie ja schon mal deswegen losfahren. Okay, gut. Ja, okay, also mein Name ist übrigens Walter Black. Okay. Können sich ja melden, wenn ja, Sekunde, ich krieg gerade einen Anruf von den Medizinern. Ja, okay. Hallo? Guten Tag, kann ich Sie was empfehlen? Ja. Hier ist gerade ein Unfall. Okay. Ich bin unterwegs. Gut. Ich werde verletzt, oder? Also, ich nicht, aber hier ist gerade eine nicht ansprechbare Person in einem Truck. Nicht ansprechbar, okay. Ist schwer zu sagen, was gerade beim... Ist doch im Truck, richtig? Ja. Okay, wo stehen Sie da? Mittlerer Straße oder? Nee, wir stehen auf der Wiese, abseits der Straße. Auf der Wiese, okay. Den restlichen Personen, wie sind noch zwei andere Teilchen im Unfall? Nur eigentlich okay. Einer. Ich bin 3,6 Kilometer da. Gut. Ich komme mit Helikopter. Können die Doktor wahrscheinlich nicht aus dem Auto rausziehen, ne? Nein. Okay, gut. Dann ich bin sofort da, ich komme sofort rein. Gut, bis gleich. Danke. Tschüss. Ciao. Also kommt jemand raus? Ja. Okay, perfekt. Und wie gesagt, mein Name ist Walter Black. Gut, ich bin Bob Klassen. Ich kann Ihnen ja mal kurz meine Handynummer geben, das ist die 06. Und Sie können mich ja natürlich dann gerne mal anrufen, wenn Sie wissen, wie es dem Herrn hier geht.
Ja, ich höre schon den Helikopter. Ja, alles klar. Ah, da kommt er. So. Ist nur noch eine saubere Landung. Schnell, ne? Mhm. Na gut, aber ich denke mal, ich werde mich jetzt aus dem Staub machen. Ja. Wir wissen ja Bescheid und dann melden sie sich einfach. Das wäre super nett. Werde ich machen. Alles klar. Dann tschüss, ne? Gute Fahrt. Danke, Ihnen auch. Ja. Ja, wir haben uns gerade in der Mine getroffen. Ja, wir wollten jetzt zusammen zum Verarbeiter fahren. Okay, ja, wir müssen weiter, ich hab mich durch. Ja, und dann ist er urplötzlich vom Weg abgekommen. Die Person hat keinen Puls. In der Nähe von der Heroin-Küche, der. Ja. Nee, ich spreche nur mit meinem Kollegen. Achso. Keine Sorge. Ich ruf keine Polizei. Nee. Ich habe nichts Verbotenes hier. Ich halte mich da ganz raus. Richtig? Ja, das ist richtig. Ich hatte ja schon öfters mit den Sanitätern zu tun. Wir haben mit so einigen Leuten öfters zu tun, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Hm. Ich will nicht Namen merken, auf dem Gottes Willen. Ich bin froh, dass ich den Namen meiner Kollegen kenne. Es wird zurzeit immer voller hier. Sind auch viele Arbeitsplätze. Alter, einmal FMF abweichen. Also, der hat leider keinen Puls. Ich gebe mir einen Hier bin ich. Hallo? Nein, kein Puls. Gut bei 59. Sollen wir ihm dann trotzdem gut geben? Ich gebe ihm 1000 Liter. So, und der Herr, wo fast daneben Franz, wie können Sie kurz herkommen und die Kompensation halten, bitte? Ich kann's versuchen. Ja, bitteschön. Müssen nur halten. Mehr müssen halten, wir halten, genau. Wie ein Tropfenkrank. Hat keinen Puls. Immer noch nicht. Ich mach wieder. Halbe, ja. Was denn passiert, der Herr? Ich kurz schildern. Ja, wir sind in einer Reihe die Straße lang gefahren und plötzlich ist der Herr vom Weg abgekommen und in die zwei Bäume hier gefahren. Oh. Eisenschaden wahrscheinlich. Jetzt wird auch Reifen geplatzt, schätze ich. Kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ja, Kenny, fahrst du? Es war nicht offen. Okay. War alles zu. Hat mich auch gewundert, aber... Aber er hat mir auch öfters gesagt, dass er Probleme mit dem Puls hat. Ja, ich habe sehr, sehr viel zu nähen. Anscheinend hat der Herr sich vorher selber noch verbunden. Ja. Deswegen mal gucken, damit es durch. Ich hoffe mal, es geht jetzt besser. So, hallo der Herr. Da ist er wieder. Bitte einmal nicht bewegen, schön ruhig liegen bleiben. Ach, was passiert? Ich bin anscheinend mit dem Auto von der Straße abgekommen. Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, anscheinend hatte ich zwei Bäume gegengefahren, diesem Gerät hier. Ihr Kollege oder Bekannter oder ich weiß nicht genau, hat dann uns direkt alarmiert, wir konnten sie jetzt gerade wiederholen. Haben sie noch irgendwo, also sie sehen hoffentlich, wie ist ihre Sicht? Gehen sie unklar, unscharf? Eine Sicht ist soweit ganz gut. Sie werden wahrscheinlich noch ein paar Nachschmerzen haben. Ja. User left your channel. Bleiben Sie mal eben noch ruhig liegen. Okay. Das war ganz schön. Nehmen Sie, glaube ich, mit. Ja, ich glaube, wir nehmen Sie auch am besten mit. Vielleicht ist mit für Sie. Ja, passt schon. User joined your channel.
Ist doch besser so. Besser ist es. Jameson im Krankenhaus? Ah, der Nächste ist gerade. Ja. Alles gut bei Ihnen? Falls was ist, melden Sie sich, ne? Dank dir. Kein Problem. Da ist ein Freund noch da. Ja. Ist jetzt haben wir schon einen zweiten Unfall. Ich hätte mich einfach im Krankenhaus melden müssen. Ja, ich habe das große Geld gesehen. Das war auch irgendwie keine gute Idee, die ganzen, Steine in die Fahrerkabine zu schleppen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist mir einer auf den Kopf gefallen danach. Weiß ich nicht, was passiert ist. Ich konnte es auch schlecht sagen, sie sind auf einmal vom Weg abgekommen. Okay. Du wusstest, ich weiß gar nicht, was los ist. Okay. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ah, das ist schon hart. Wie gesagt, ist alles ganz schön knapp hier. Und den nehme ich mit, oder was? So wie ich das verstanden habe, ja. Okay. Ist aber auch besser so. Ich meine, sie waren halb tot. Bald mal schon knapp ankommen. Ich glaube, sie bringen mir Glück. Das ist das Pikachu auf ihrem T-Shirt. Ich würde sie gerne mitnehmen ins Krankenhaus, vielleicht untersuchen. Ja, ich weiß schon Bescheid. Und sie da einwilligen. Was passiert mit meinem schönen Truck hier? Lass sie abschleppen. Wer übernimmt die Kosten? Der Staat. Ja, der Staat übernimmt. User joined your channel. Okay. Geht auf den Staat, ne? Und dann haben sie noch irgendwas Wichtiges drin, was sie brauchen. Ich habe nur Diamanten, aber ich weiß nicht, was man mit dem machen. Weiß nicht, sind ich da mehr hier drin als unverarbeitete Diamanten. Herder? Ach so, also die sorgt glaube ich der Abschleppdienst. Okay, das ist gut. Bye. Okay, das bringt nichts. Ich rufe die Person an. Geht's soweit? Weit ganz gut. Okay, da komme ich noch mit. Wir gehen zum hinteren Hubschrauber, ja? Warten Sie ganz kurz mal. Ich möchte mich noch bei meinem Kumpel verabschieden. Alles klar, machen Sie das. So. Bob. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Dank dir. Gutes Gelingen bei deinem Diamanten. Hallo, werde ich haben. Wir sehen uns demnächst wieder. Danke für alles. Können Sie aufstehen? Geht das vielleicht? Probier's mal. Wollen Sie mir helfen?